herzlich willkommen. Mein Name ist Antik Mythos und ich bin wieder Oxygen Not Included und unsere Boys hier sind richtig schön am rumwuseln. Und der Mob hier gefällt mir nicht. Den müssen wir mal entfernen. Der Mob ist nämlich, der macht Polluted Oxygen. Das bedeutet, der macht richtig ekligen Polluted Oxygen. Mit Bakterien und so und wollen wir ja hier eigentlich nicht mehr haben. Ne? Deswegen habe ich die jetzt mal gekillt, weil einfangen lässt er sich noch nicht. Und das Ganze hier oben ist fast einsatzbereit. Dann wollen wir hier noch ein paar Batterien hinschmeißen. Ich würde sagen 2 Stück. Und dann gibt das hier Strom drauf. Dann brauchen wir bloß noch die Inputs und Outputs anbauen. Ne? Zum Beispiel das hier. Da kommt nämlich das Eklige raus. Das gefällt mir so nicht. Dann machen wir das so. Arbeitet meine kleinen Ameisen. Dann wird das jetzt interessant. Und zwar Ventilation. Gaspumpe. So, wir fangen mal mit der Gaspumpe an. Gaspumpe. Die Gaspumpe pumpt ihr Gas aus. Wer hätte es gedacht? So, dann kommt das, was wir haben wollen, kommt hier raus. Läuft hier rein. Das, was wir nicht haben wollen, müssen wir woanders hinschicken. Das Einzige, was mich halt stört, ist, dass wir noch keine Kabel haben, also keine fetten Kabel haben, beziehungsweise das... Das hier wollen wir. Heavy Watt Joint Point. Das da wollen wir. Das doch erforschen, dann kann ich das nämlich strommäßig verbessern und nicht so blöd anschließen wie hier. Dann lassen wir das nämlich direkt mal weg. Ne, das ist nämlich total blöde, so mit den kleinen Kabeln. Können wir nämlich gleich die großen anbauen. Mich muss man noch einfallen lassen wegen dem Gas, das sagte ich ja schon mal. Da ist eine relativ simple Sache. Erstmal machen wir hier Fußboden rein. Ganz einfach, wir nehmen das hier. Dann machen wir Wasser rein. Machen dann hier so den Raum so zu, sag ich mal. Ja. Wenn denn hier die blöde Pflanze weg ist. Machen dann hier die Leiter ran. Und kippen hier irgendeine Flüssigkeit rein. Und das war's. Wenn da eine Flüssigkeit drin ist, dann kommt das Gas, was hier drin ist. Macht das nicht hier komplett zu, natürlich. Dann kommt das Gas nämlich nicht mehr raus. Das kann nirgendwo mehr hin. Dann ist das hier und hier hinten alles voll mit Gas. Okay. Aber das interessiert hier auch keinen. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Es interessiert ja keinen mehr. Das ist erstmal so auf engstem Raum jetzt, weil ich... kann da jetzt nicht viel dran machen, sag ich mal. Da müssen wir jetzt erstmal dann gucken. Wir müssen sowieso erstmal alles zu Ende bauen und dann hoffen, dass das hier mal was wird und so. Und auch das dauert jetzt alles noch ewig und. Vor allem brauchen wir erstmal die neuen Stromkabel. Dann ist das nächste Automatisierung, würde ich sagen. Dann gucken wir uns doch mal an, was wir hier drüben noch machen können. Und zwar könnte man hier zum Beispiel das mal ausbuddeln. Dann könnte man da reingehen. Ja, schon. Ich überlege, ich mache das. Dann haben wir da 3 frei. Machen wir hier ein Loch rein. Und hier ein Loch rein. Machen dann hier Leitern runter. Dass man hier reingehen kann. Und langsam den Raum wegzumachen, also, ne? Dann suchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Deoxidizer oben drüber. Und die Pflanze hier unten muss dringend weg. Ich könnte das ja theoretisch hier so runterbauen. Kommt man auch von unten dran. Im Grunde. Geht eigentlich auch. Das müsste funktionieren. Wir machen das mal nicht so. Da haben wir unsere Kabel. Und zwar würde ich dann im Grunde diese Ding hier. Jetzt muss ich es kurz überlegen. Wenn wir das so machen und dann ist zumindest der Kreislauf, der benötigt wird, um das ganze Ding überhaupt zu benutzen, an. Brauchen wir im Grunde nur noch ein Hamsterrad.
muss dann irgendwo hier noch hin. Da müssen wir dann erstmal gucken, wie wir das denn neuen kriegen. Alles klar, ich sehe schon, dann kann hier der, nämlich der die Oxidizer weg. Dann machen wir hier ein bisschen Wasser rein. Jetzt muss die Frage, woher holen wir das jetzt? Das hier kann also ausgebuddelt werden. Wenn das erstmal soweit ist, dann haben wir erstmal hier noch. Wie gesagt, ich will ja, dass das Erdgas sich hier ausbreiten kann. Und dass wir immer hin und her gehen können, wenn wir das nötig haben. Ich muss jetzt hier nur irgendeine Flüssigkeit reinfüllen. Und ich habe auch schon die Idee, dass wir einfach das Wasser von unten nehmen. Das ist doch sowieso hier irgendwo. Da. Ich muss dann bloß das Wasser zurückpumpen. Und wenn der Zugang hier ordentlich gelegt ist, dass hier die Leiter da steht, dann kann ich im Grunde hier einfach umzumachen. Dann stört der auch nicht mehr weiter. Dann können Gase nicht mehr ausgetauscht werden. Das heißt, wir müssen aber auch die Gase, die jetzt da drin sind, da oben, weiterschieben und nicht hier unten lassen, wo ich es jetzt eigentlich hinpacken wollte. Dann müssen wir sie nämlich erstmal. Dann pumpen wir sie nämlich hier hin stattdessen. So. Ja, baut mal ganz in Ruhe da, meine Freunde. Meine Freunde. Ja, mittlerweile lassen die Keime nach hier oben, ja. Hier sind bloß noch 1000er bis 100er Bereich. Naja, schwankt ein bisschen. Geht also, es ist schon weniger geworden. Das wird immer besser, Stück für Stück. So wie es sein muss. Irgendjemand hat seinen Job gemastert. Der Scientist ist durch. Das heißt, wir können jetzt Geysire erforschen. Oha. Der Gopher ist gleich mit dem ersten Level durch. Also ist wichtig, dass ihr das hier oben jetzt zu Ende baut. Kommt ja schon jemand hier, sehr schön. Weil das ist jetzt eine sehr simple Sache und eine sehr wichtige Sache, die wir hier bauen müssen hier oben. Das ist nur eine temporäre Sache aktuell. Ich meine, die Pumpe kann ich stehen lassen, das ist nicht das Ding. Die zieht sich das ja sowieso ran, wenn der Vakuum, also wenn die ein Vakuum machen kann, zieht sie sich ja alles ran, was da ist. Ja. Ich werde die Maschinen aber wahrscheinlich woanders hinstellen. Ich weiß noch nicht wohin. Wir müssen erstmal gucken, was noch um uns herum so ist. Halt. Der nächste Job ist durch. Gopher. Kurier. So, das heißt das. Dann machen wir den Generalingenieur und dann machen wir das Ding. Ah, wir haben doch kein Duplikat verloren, erstaunlicherweise. Normalerweise sterben die bei mir doch recht schnell. Durch irgendwelchen Quatsch, auf den man nicht geachtet hat, zum Beispiel. Was ich noch machen kann, ist hier oben noch so ein. Das Ding machen und dann kann ich das hier oben einfach mal abreißen. Das ist noch interessant. Und die Pipe ist fertig. Das heißt, wir müssen die bloß noch anschließen. Ich habe sie jetzt mit Absicht nicht gemacht. Weil ich erstmal. Eigentlich erstmal gucken wollte. So, dann läuft das jetzt erstmal durch. Ja, das läuft dann hier durch. Wenn dann im Grunde hier die auf jeder Höhe 1000 sind und dann irgendwie was mehr wird, dann connectet das hier miteinander und dann ist das luftsicher. Dann kann man das hier nämlich schon zumachen. Dann machen wir hier noch schnell eine Subprio von 8 oder so und machen das Ding hier fertig. Dann können wir das da oben auch schon fast öffnen. Wenn das mal endlich fertig wird da. Aber es ist genauso wie ich haben wollte. Hier ist alles so, dieses. Okay, ein Sauerstoff mehr drin und so weiter. So ist es genau richtig. Dass erstmal wirklich nur die Basis, die wichtig ist, belüftet wird. Das läuft ganz gut. Auch hier unten ist das schon relativ weit wieder. Wir haben das durchgebuddelt und das jetzt da so. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Ich habe mich mal fix dagegen entschieden, das da so zu bauen, wie ich das eben machen wollte. Ich mache dann lieber hier so eine Platten drüber. Das funktioniert besser. Funktioniert viel besser, weil. Ja, ist halt zu, ne? Ich kann da das nicht rauskommen. Das hier muss noch geschlossen werden. Dann haben wir den Raum auch fast schon dicht. Dann buddel ich das hier rechts Stück für Stück runter. Dann wird das hier so gemacht. Dann wird hier auf der Seite dazu gebaut schon. Das ist eigentlich ganz praktisch. Dann mache ich das hier alles komplett runter. Zack.
Zack. Wir laufen besser runter und dann kann der voll laufen bis oben hin. Ja, und das sieht eine Menge hier war. Oh, da ist was eingestürzt. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Leute. Jetzt habe ich zu viel gleichzeitig zum Bauen gemacht. Zu viel. Das heißt, ich baue das jetzt hier erstmal noch zu, weil ich will, dass der Sauerstoff rauskommt. Und dann können sie im Alltag wieder folgen. Sehr schön, dann ist das hier oben auch schon soweit. Irgendwas stimmt hier unten nicht. Ach ja, wir haben den Strom, ja, okay. Das ist nicht schlimm. Was haben wir jetzt noch? Erst 400 Kilo, das dauert also noch ein Weilchen. Das hier rausnehmen, dann ist das erstmal alles weg. Brauchen wir alles eh nicht mehr. Dann gucken wir mal, ob wir ohne die extra Pflanzen klarkommen. Ja, Körpertemperatur zu hoch. So, ich skill mal die Temperaturmodulation. Sollte uns auch ein bisschen helfen erstmal. Ich überlege, ob ich das mit dem Dings besser hinkriege. Gut, Kohlendioxid hat sich jetzt dort nochmal neu umverteilt, weil es ist ja ein bisschen was weggekommen davon. Es ist umständlich, da hochzukommen. Das muss man mal sagen, aber wenn man das erstmal einmal funktioniert, ist das eigentlich ganz praktisch. Dann kann ich auch die Pumpe schon einschalten und im Grunde alles auspumpen, was da drin ist, wenn dann mal das mit der Pumpe funktioniert. Die Aufträge, die wir haben, die werden ja mal weniger. Wir machen ja langsam immer und immer mehr hier oben. Weil die Aufträge hier drüben werden ja auch weniger. Die sie gleichzeitig machen müssten. Und dementsprechend geht das eigentlich ganz gut. Gerade. Der einzige Nachteil, den wir jetzt haben werden, ist, dass das Gas heiß wird. Der Geysir bricht ja aus, das ist ja noch wie der andere Geysir, der wird ja auch heiß. Und ja, das wird dann halt ein bisschen problematisch, aber das kriegen wir schon hin. Ich hätte die Maschine vielleicht aus Gold bauen sollen. Die Kabel. Weil auch die werden ja warm. Auf Dauer. Essensknappheit. Aber die werden ja gleich ernten. Sollten sie zumindest. Aber wir geben denen mal ein bisschen Zeit. So, das war's, das angekommen. Das, was ich machen wollte. Das heißt, ich mache jetzt hier die Pumpe einfach aus. Lass den Rest noch hochlaufen. Wo ist die Pumpe? Da ist die Pumpe. So, lass das hochlaufen. Ihr solltet die Pumpe aus. Nur die Pumpe aus. Danke. Mehr wollte ich nicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sobald das Wasser durchgelaufen ist, mache ich das Rohr wieder weg. Ganz einfach. Das Wasser ist durch. Gute alte Fressknappheit. So, abruppen da bitte. Dankeschön. Und die Pumpe wieder an. Piu, 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 piu. Ganz simpel. Keine Probleme. So. Da ist immer noch relativ kühl hier drin. Die Isolierung wird jetzt gilt. Genau, ich wollte ja jetzt hier alles abisolieren. Dass hier nichts mehr rauskommt. An Wärme. Dass wir im Prinzip erstmal hier so ein Wärmeschild haben außenrum. An den wichtigen Stellen, wo die Pflanzen sind, zum Beispiel. Ich würde dann das hier so ein bisschen so umbauen, sag ich mal. Müssen wir mal gucken. Ich will auch dann hier drüben dazu machen. Hier so lang runter. Der Geysir nimmt auch schon Farbe an. Hätte ich fast gesagt. Form meine ich. Keime geht so, ne? Das ist ja auch gerade frisch hier oben. Das verteilt sich dementsprechend wieder komplett neu im Raum, weil naja, das kommt dann da wieder raus und ist halt einfach mal so. Vor allem liegt hier noch Schleim, den wir nicht loswerden. Den wir jetzt loswerden. Sehr schön.
Und da ist ein Puff drin, den wir auch loswerden müssen dann. Und was er da macht, ist nicht schön. So, unsere Maschine hier oben ist fertig. Dann heißt es jetzt Power Marsch. So, manueller Generator. Und dann müsste man eigentlich jetzt in Ruhe das schon öffnen können. So, aufmachen. Und der Rest kommt von selbst. Kann der hier weg, der ist jetzt unnötig. Bauen wir dann nochmal Materialien ein. Und wenn der Generator eben mal lüft, der kleine, dann lüftet der große die ganze Zeit. Und wie wir jetzt sehen, verteilt sich das Gas jetzt hier komplett im ganzen Raum demnächst. Und schon geht das voran. Sogar Sauerstoff ist da drin. Dann kann der nämlich in Ruhe weiter ausbrechen. Während wir dann im Prinzip den Strom davon schon benutzen. Den Strom können wir dann jetzt auch direkt anschließen eigentlich. Wir haben die Maschine dafür noch nicht. Aber das kriegen wir als nächstes mit hin, glaube ich. Ich suche nämlich nur den Konverter. Den Konverter haben wir sogar schon. Hm, cool. Dann kann ich das Kohle-Ding nämlich abstellen und das andere Ding einschalten. So, jetzt müssen wir unbedingt erstmal hier Essen machen, ne? Unser Forscher ist ja im Grunde der Koch. Und dementsprechend geht das jetzt natürlich auch wieder mit dem Essen machen gut voran. Und ich werde jetzt hier vorne mal anfangen, isolierte Teils zu nehmen. Ich glaube, Sedimentgestein ist thermisch reaktiv. Ne, warte mal. Ich suche Slow Heating. Da machen wir das hier nämlich zu. Ne, da kann ich jetzt hier drüben dann auch machen. Das wird ja nämlich ja auch langsam warm. Gerade auch durch den Geysir da hinten, der pumpt ja da eine Menge Wärme raus. Kann ich das hier nämlich so überschreiben. Erstmal. Oh, ich habe vergessen, um das dazu zu machen. Upsi, das müssen wir noch schnell machen hier. Prioritäten relativ hoch. Wir brauchen hier nämlich diese zwei Dinger und das Hamsterradl brauchen wir eigentlich nicht mehr. Können wir erstmal deactivaten. Sehr gut. Damit ist das alles sicher. Sicher und nochmal sicher. Und hier oben bricht er weiter aus und es wird immer mehr, 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 mehr. Und wir werden demnächst mal gucken, dass wir uns Automatisierung beschaffen. Und zwar ist hier unten ja dieser Raum. Ich muss jetzt nur irgendwie an den Raum rankommen. Hier ist eine Menge Automatisierung drin. Ich könnte theoretisch hier vorne irgendwo, hier ist es zum Beispiel, einfach runtergraben. Straight runtergraben. Und dann hier unten die ganze Automatisierung einsammeln. Und die könnte man dann schon verwenden. Müssen sie bloß erforschen. Was jetzt vielleicht der nächste Plan sein könnte. Die Automatisierung zu holen. Mein Gott. Blödes Wort. Das ist natürlich doof, weil wir hier komplett durch die ganze Automatisierungstab müssen. Beziehungsweise bis hierher. Aber dann haben wir wenigstens die besseren Batterien, die wir dann zum Ein- und Ausschalten der Maschine oben brauchen. Dann stelle ich da eine von hin. Dann sagt die Maschine, okay, ich gehe nur an, wenn die Batterie leer ist. Wärmetechnisch geht's noch. Geht's noch? 1, 2, 3. Da können wir mal... Wie mache ich das mit dem Wasser da oben? Gefällt mir nämlich ja nicht. Machen wir das so und schließen hier oben den Raum ab. Die fällt mir nicht. Ich könnte durchbrechen und dann ist das alles voller Wasser. Das muss nicht sein, ja. Kriegen wir also schnell nicht wieder raus. Dann mache ich den Raum immer größer, Stück für Stück. Dann kann auch mehr Erdgas da drin gesammelt werden. Wird alles noch sehr, sehr interessant. Ich habe sogar mal geschafft, das Ding zu kühlen. Da habe ich eine Keuchwurzel reingestellt und dann war der Geysir ja stundenlang inaktiv, weil er nicht verbraucht wurde, was da drin war. Und die sind ja auch lange inaktiv später. Deswegen, so, brichst du jetzt noch aus? Ich glaube nicht, ne? Dann darfst du mal analysieren gehen, mein Freund. Wenn du fertig geforscht hast, versteht sich. Machen wir dann auch mal jetzt ein bisschen niedrigere Prio.
Und unser Buddler ist soweit. Der hat jetzt auch seinen letzten Job erreicht. So, der Kurier braucht noch, der Rest braucht alles noch. Ich habe jetzt hier mal den Auftrag gegeben, dass die hier runter sollen. Das soll auch relativ schnell gehen, weil ich, wie gesagt, die Automatisierung haben. Im Prinzip müsste man eigentlich alles mitnehmen können, was hier steht. Das ist ja nicht mal wenig. Das können wir relativ gut benutzen. Ja, das ist, wenn das jedes Mal 5 pro Kabel sind, dann die kosten auch ein bisschen was. Das Ding hier kostet was. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Da können wir auch irgendein Duplikant draufsetzen. Ich weiß bloß noch nicht welchen. Da müssen wir dann mal schauen, wer es denn wert ist, irgendwas Tolles zu erlernen. Und wir müssen das Ding hier oben noch irgendwo platzieren. Das ist jetzt so ein bisschen komiklich. Mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding erstmal hier steht. So. Dass dann das Ding so lang geht. Wardwire hier durchläuft. Und ein kleines Kabel hier unten zurückläuft. Das ist halt also ein bisschen klobig jetzt, aber... Erstmal so. Und natürlich Fußboden drunter, sonst geht das Ding ja nicht. So, ganz einfach. Ich glaube, er hat mittlerweile den ganzen ekligen Dreck rausgezogen hier, ne? Finde ich sehr gut. Auch der Geysir nimmt langsam Gestalt an. Wir haben jetzt hier schon so weit rum und ich glaube, das hier ist auch nicht mehr so schlimm, genau. Ich sag ja, wenn man da ein bisschen mit Bedacht rangeht, dann geht das alles auch. Das hier wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir unten ankommen. So, unser Research-Freund ist am Geysir dran. Der wird richtig lange brauchen, weil der ist... Ja, der ist, der dauert immer richtig lange, ganz einfach. Aber dafür kann man dann sehen, wann er wieder aktiv wird und so weiter. Ne, also alle, ich sag mal, 3 Minuten würde er... Nee, halt. Ach, da bricht ganz komisch aus. Das sehen wir dann auch, wenn das alles mal, wenn alle Daten da sind. Was ich noch gerne hätte, wäre hier ein Loch. Und zwar, damit das Wasser hier durchlaufen kann. Ich muss es halt bloß nochmal einsammeln dann. Das, was dann übrig bleibt, sozusagen. Und diese Pumpe hier ist langsam nichts mehr wert. Setzen Sie mal... Nee, halt. Wenn das Wasser wieder runterkommt, brauchen wir es ja trotzdem. Da kommt das Wasser... Wassermarsch. Wasser am Arsch. Dann können wir, wenn wir hier unten sowieso schon sind, uns hier noch reinbuddeln. Gucken, wie weit wir da rankommen, weil noch ist er ja Schatten. Können wir das da auch noch holen? Da ist auch noch ein bisschen was drin. Weil wenn da eine Druckplatte ist, muss da auch irgendwo irgendwas in der Richtung drin sein. Aber gut, ich würde sagen, das war genug für heute, denke ich. Und dann würde ich ganz simpel sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.